Und damit seid gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Adventskalender-Video mit dem Zwergenfürst. Wir spielen wieder Minecraft. 5 bis 10 Minuten. So, jetzt müssen die Fenster rein. Das ist jetzt der Plan. Und dann habe ich so schon eine Idee, was wir als nächstes machen. Was unser nächstes Projekt hier ist. Aber erstmal Glas. Einfaches, weißes Glas. Dadurch, dass ich hier auch nicht besonders viele Materialien besorgen muss dafür, dadurch, dass ich jetzt hier nicht irgendwie noch sammeln gehen muss oder so, ist ja auch vieles mehr möglich als sonst so in Minecraft-Projekten. So, jetzt bauen wir hier auf der Fläche am besten gleich. Schon können wir heute schon anfangen hier zum Video. Unsere Schenke, unser mittelalterliches, ja, baue ich direkt nach Anleitung. Warum nicht? Suche hier ein schönes Örtchen. Ein kleines mittelalterliches. Ja, eigentlich hier so, würde ich sagen. Da bräuchte man bloß eine gute Ebene für. Die jetzt nicht total hügelig ist. Bei den Bergen schwierig. Hier, machen wir es hier rein. Ja, da haben wir dabei. Ein Loch zu machen. Und dann, ja, bauen wir hier unsere Schenke hin. Jetzt bauen wir zwei verschiedene Holzarten. Das können wir schon, naja, können wir es nehmen oder? Ja, ich nehme Tropenholzbad als Baumaterial und dann nehmen wir noch einen schönen Stein für den Boden. Zwei verschiedene Steinarten. Abgestorbener, was für ein Block? Stein. Okay. Feiner Bruchstein. Ein Tuffstein, das sieht doch passt aus. Machen wir die Erde weg. Und. Ja, erstmal obwohl das könnte so machen wir lieber in den Boden rein. Ich würde es mal hier 8 breit machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so ungefähr, und dann hier und das kann ich doch gleich hier mit Baumstämmen, sind das glaube ich Eichenstamm, nehmen wir mal dafür. Machen wir heute zumindest das Grundgerüst. Vielleicht gehen wir heute das Grundgerüst schon mal fertig. Dass wir hier schon mal die Basisplatte haben. Ich muss das auch noch ein bisschen weiter. Bitte 3 da Zwischenplatz machen. Eigentlich Schwachsinn, aber ja, so.
So würde ich es doch machen. Dann haben wir hier Drehplatz. Okay, das ist eigentlich schon too much. Okay, dann würde ich sagen, drei. Hier muss einer hin. Muss hier natürlich der Boden drumherum weg. Den Berg können wir später noch einebnen. So, hier. Machen wir hier noch. Hier muss Platz. Relativ wenig auf die Zeit. Wenn ich muss, ich halt im Schnitt schneiden.